und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Star Stable. Und bevor wir das Türchen öffnen, erstmal noch eine kurze Info. Ja, was wir heute drin haben werden, ist gestern schon gespoilert worden. Und ich wusste am Anfang natürlich auch nicht, als ich das Video gemacht habe über den Gutscheincode, dass hier nur ein Gutscheincode drin ist, aber reden wir einfach erst gleich mal weiter. Was ist denn in Code Nummer, in Türchen Nummer 25 in diesem formschönen braunen Päckchen ist? Ein Gutscheincode, nämlich Warwish 2020 drin. Dieser Gutscheincode, den müsst ihr auf der Star Stable Seite einlösen, bringt euch dafür 300 Star Coins. Wenn ihr den Code einlöst, der Code ist gültig bis zum 1. Nee, was hat er gesagt? Bis zum Januar, also bis zum Ende des Winterdorfs, bis zum 13.01. ist der Gutscheincode gültig. Und ja, reden wir mal darüber. Gestern ist der Code rausgekommen, weil durch die unterschiedlichen Zeitzonen gab es nämlich genau dieses Problem, dass der Code nämlich gestern schon existiert und auch schon als einzulösen war, obwohl er für uns eigentlich heute erst im Kalender drin ist. Ja, ich habe gestern auch schon gesagt, also ich sag's heute auch so mit der Community, ich persönlich hätte es viel besser gefunden, wenn der Code kein Code wäre, sondern man ihn einfach ins, man einfach den Betrag ins Inventar gebeamt bekommen hätte. Warum hat Sassable das eigentlich nicht gemacht? Denn das Star Stable, das ins Inventar direkt beamen kann, sieht man ja daran, an den Jorvik-Schilling und an allen anderen Sachen. Da wird ja auch einfach das Ganze ins Inventar gebeamt. Und dass man jetzt sagt, okay, bei StarCoins ist das was anderes. Nein. Also das ist ja auch nur eine Codezeile. Und ob das jetzt StarCoins sind oder was auch immer, ist es ja völlig egal. Von daher denke ich auch, dass es da zu viel weniger Problemen geführt hätte. Also viel weniger Leute sich dann auch beschwert hätten, wenn es keinen Code gegeben hätte, sondern einfach dort 300 StarCoins gewesen wäre. Und ich verstehe wirklich nicht, warum sie das als einziges bei StarCoins genau geändert haben. Also das erschließt sich mir einfach nicht, weil, ja, Jorvik-Schillinge sind ja auch zum Beispiel schon im Kalender drin gewesen. Und da gab es ja überhaupt keine Probleme. Also finde ich persönlich wirklich schade. Ich finde natürlich gut, dass StarCoins drin gewesen sind. Aber warum als Code? Man musste eigentlich damit rechnen, dass das passiert. Und das Problem war halt gestern direkt, also als der Code da war, er war überall. Also man konnte ihn gar nicht bekommen. Und das ist halt da in der Hinsicht dann wirklich so ein bisschen das Problem, wenn man jetzt sagen würde, okay, man stellt sich dagegen und postet ihn dann halt erst an dem Tag, wo er rausgekommen ist, dann wäre das, man hätte ihn trotzdem mitbekommen, weil irgendwo hätte man ihn zu 100% gesehen. Also ein direktes Verstecken davor wäre nicht machbar. Und ja, also da hätte ich auch gesagt, so, wenn Star Stable das Ganze so gemacht hätte und das Ganze ins Inventar ganz normal reingebeamt hätte, dann wäre so ein Spoiler überhaupt nicht möglich gewesen oder komplett, ja, überflüssig gewesen. Da hätte man klar das Ganze lesen können, aber dann hätte man ja kein Code so gesehen. Ich habe für meine Verhältnisse viel, viel früher den Code bekommen, als ich überhaupt wusste, dass er aus dem Kalender kommt. Für mich hieß es immer so, ja, ist halt ein Weihnachtscode. Von daher wäre es, denke ich mal, deutlich angenehmer gewesen, wenn Star Stable das von vornherein so gemacht hätte, dass ich es einfach direkt ins Inventar packen. Aber das ist nur meine Meinung. Ich hänge mit meiner wunderschönen Yoshiba-Frisur, weil es die einzige ist, die ich habe mit weißen Haaren direkt. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen wunderschönen ersten Weihnachtsfeiertag. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao.